Damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Die Drogen sind ein bisschen härter, Entschuldigung. Ja, wir sind ein bisschen krank heute, deswegen machen wir es heute auch nur zu dritt. Mit dabei ist der Spyro. Na, wenn. Und der Trüffel ist auch mal wieder mit dabei. Hallo. Und wie eingangs schon erwähnt, wir sind alle ein bisschen krank. Nicht nur im Kopf, sondern auch ein bisschen gesundheitlich angeschlagen. Das heißt, es wird ein doch sehr interessanter Livestream werden. Und ja, ich würde sagen, Spyro, sobald wir irgendwie auf der Straße sind, überholst du mich, weil du hast das aktuelle Ziel. Ja. Und Trüffel überholt jetzt schon, weil er leicht ist. Du müsstest uns schon mal den Bescheid sagen, in welche Richtung wir dann abbiegen müssen. Nach links Richtung Kassel. Nach links Richtung Kassel, okay. Wie gesagt, wie ich es auch auf Facebook schon angekündigt habe, das ist heute ein offener Livestream. Heißt, wir haben keine bestimmten großartigen Themen. Ihr könnt uns gerne Fragen stellen, die wir dann vielleicht versuchen, in irgendeiner Weise während des Streams zu beantworten. Ja. In diesem Sinne, lasst euch gut von uns unterhalten. Und bitte zahlreiche Fragen. Es geht übrigens heute von Dortmund aus. Trüffel steckt im Gras fest. Ich steck nicht fest, ich hab gewartet. Ja, der liebe nette Spyro, wir haben ja schon wieder mal fast hinten drauf gefahren. Das kennen wir ja nicht anders. Oh, und die erste Freistelle nutzen wir dann direkt, um den Führertausch durchzuführen. Das heißt, Spyro kommt an die Macht. Wieso, wir können doch eigentlich jetzt bis Kassel erstmal durchheizen. Okay. Da kommt was. Ich tippe mal davon. Ja? Ich tippe mal darauf, dass wir dann eh auf die A7 oder so wechseln. Also von daher, dann können wir das da machen. Okay. Mit was fährst du? Ich würde vorschlagen, wir loggen auf 80 ein. Ja. Wie gesagt, Themen haben wir heute eigentlich relativ wenig, beziehungsweise eigentlich gar keine Themen heute. Außer, dass es nachher im ARK-Livestream natürlich weitergeht. Und auch schon für morgen vorgemerkt, die YouTube-Zuschauer für heute, wird es um 20 Uhr einen Trackmania 2 Stadium-Livestream geben. Mhm. Mit verschiedenen neuen Personen auch bei uns auf dem TS. Das heißt, ihr werdet eine Menge Spaß bei haben. Und ja. Ansonsten genießt weiter einfach die Show. Und. Geht's irgendwie gerade bergauf? Ja, so ein bisschen. Aber der LKW ist jetzt so mit 79 schon dabei. Berg hochzukommen. Weil jetzt fahre ich auch mit Tempomat. Das heißt, jetzt ist es eigentlich auch kein Problem, einfach hinten dran zu bleiben, oder? Wie war Tempomat nochmal? Mit C? Mit C. Und auf 80. Das Problem ist, ich bin gerade 80 gefahren nach meinem Tempomat und wäre trotzdem eigentlich so gut wie hinten in die Karre gejubelt. Ja. Also irgendwie richtig das synchronisiert ist das immer noch nicht hier. Ja, aber man muss aber auch immer noch dazu sagen, es ist eine Alpha. Es ist immer noch eine Alpha. Das heißt, Bugs gibt es momentan noch en masse wahrscheinlich. Wahrscheinlich, so. Die sieht man doch oft. Ich sagte Bugs, nicht Trucks. Da ist ein Unterschied. Ne, Bugs, Fehler. Fehler, nicht LKWs. Aha. Ja, ich hab doch Bugs gesagt, du Nase. Du Nase? Stimmt, meine läuft. Geradeaus. Okay. Laufen soll sie nicht.
cool. Glitscht dich halt in mich rein. Was war das denn jetzt? Funktion. Was? Bei mir bist du einfach stehen geblieben, holy fuck. Ja, bei mir ist, ich bin ganz normal auf der Spur gefahren und auf einmal, ja. Ende. Okay. Ohne dass ich irgendwie gelenkt oder irgendwas hätte, hat sich der Hänger hinten quergestellt. Das war geil. Okay. Ja, weil ich reingefahren bin. Ah, das erklärt eine Menge. Du hast langsam und leicht abgebremst und ich so, boah, ist das geil. Ich bremse gerade genauso schnell ab wie er und dann auf einmal standest du. Okay. Und ich fahr rein. Und dann irgendwie in dich rein und dann wieder raus und dann immer wieder rein und raus. Werkstatt. Okay. Nice. Ja, okay. Werkstatt ist im Prinzip rechts rum. Rechts rum? Einfacher rechts rum zu fahren. Okay. Ja, das ist schön, dass du jetzt auch mitgekriegt hast, dass da ein LKW herfährt. Ja, was anderes fährt ja sowieso nicht. Weil mir ist jetzt gerade einer mal richtig spaßig in den Auflieger gefahren. Aber das sind halt die lieben netten Herrschaften. Achtung, rote Ampel, ich bremse. Ja, ich hab auch eine rote Ampel. Hier im Grünen. Lieber Spyro, warum biege ich dir jetzt ab? Weil wir jetzt abbiegen? Ach, ja, ist egal. Ich fahre gerade in die Stadt, Entschuldigung. Ich dachte, ihr wolltet zur Werkstatt. Ja, da will ich ja immer noch hin. Okay, gut. Gut, gut, dass wir drüber gesprochen haben. Aber interessant ist es euch aufgefallen ist, dass plötzlich die Werkstatt eigentlich ganz woanders ist. Ich bin am Reparieren jetzt. So, 57.000, das ist gar nichts. Toll. Oh. Also ich sammle euch dann einfach wieder ein. Jetzt gleich, ne? Ja. Wo wieder von den Drogen nehmen, also von diesem Mentholstick. Da wird man ja richtig high von. Oh, da ist ja schon die Werkstatt. Da fahren wir doch mal direkt drauf. Lal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 a. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, fragt lieber Spyro. Warte. Jetzt kannst du losfahren, weil ich stand gerade ein bisschen in deinem Hänger drin. Dann haben wir jetzt auch perfekterweise den Führungswechsel durchgeführt. Weil wir sind natürlich Pros, natürlich. Deswegen, wir machen das, wenn nur auf die komplizierte Art. Und es ist grün. Bremst halt ab, ohne was zu sagen. Es war bei mir noch rot, als ich an der Ampel ankam. Ja. Aber als du die Bremse losgelassen hast, war die Ampel grün. Ja, ist doch gut. Ich habe mir Passanten angeguckt. Du hast den Passanten angeguckt. Hinterher geguckt, meinte er. Ja, weil das war eine Dame, wie ihr unschwer erkennen konntet. Und unser lieber Spyro hat der Dame mal fröhlich auf die Titten geguckt. Ja, ich wollte gerade sagen, Pixel-Titten. Hamburg oder Frankfurt? Geradeaus, also hinten rum. Also Hamburg. Hamburg-Hannover, genau. Und ich heiz jetzt hier nicht wie ein Irrer in die Auffahrt rein. Ich überhol Thorsten noch mal eben schnell. What? Okay, er bremst. Jetzt bremse ich. Ja, schön, dass ich auch gebremst hab. Mit der Kaltverformung gebremst, oder was? Ja. Ja. Hat ein bisschen Schub gegeben.
Jetzt könntest du übrigens auch ein bisschen anschieben. Da wäre ich jetzt nicht böse drum. Wieder 19% Schaden, holy fuck. Mein Motor macht komische Geräusche. Dein Motor macht komische Geräusche. Macht da nicht mehr die ganze Zeit brumm, brumm, brumm? Ich überhole dich mal ganz kurz, Vorsicht. Mhm. Kannst. Und es geht geradeaus. Geht's wieder runter. Okay. Richtung Dresden, Leipzig, Erfurt. Mhm. Ja. Das hat jetzt keiner gesehen. Oh, ich hab einen verkackten Ohrwurm. Du hast einen verkackten Ohrwurm. Was denn? Party Animals. Party Animals? Ich kenne nur die Cottage Animals. Ja, nein. Landstraße 70, oder? Ja. Good to go. Okay. Meins, Flame and Abrax. Mhm. Party Animals good to go, ja. Also es war jetzt auf 70 gewesen? Ja, jetzt. Mhm. Oder gib Vollgas, bis du uns wieder siehst. Motorfehlfunktion. Oh. Motorfehlfunktion? Ja, es geht schon wieder. Okay. Weil guck mal, wer da jetzt ankommt. Ja, heul doch. Wirst du schon merken, wenn ich das nächste Mal stehe. Mhm. Also machen wir genauso weiter, wie wir letztes Mal aufgehört haben. Ja. Mhm. Als ob wir das auch hier anders könnten. Ja. Obwohl, für den ETS-2-Konvoi haben wir uns wirklich alle sehr bemüht, einigermaßen fehlerfrei zu fahren. Nein. Tja. Herr Trüffel jetzt nicht unbedingt, weil er ist ja nicht mitgefahren, er war ja unser lieber netter Moderator gewesen. Ja. Der eigentlich die ganze Zeit eigentlich fast die Hände im Schoß hatte. Ja, so ziemlich. Ich war eigentlich die ganze Zeit über in einem anderen Tab unterwegs, ja. Ja. So, dann werde ich jetzt mal die neue Geschwindigkeit mal einloggen. Welche neue Geschwindigkeit? Ja, weil ich die ganze Zeit mit 80 hinter euch hergefahren bin. Oh, du hast die Leitplanke geküsst. Ach, echt? Ja. Echt? Ja. Ich fühle mich voll unsicher, wenn die anderen Spieler vor mir so hin und her zuckeln und herlegen. Okay. Es war aber vorhin bei dir so, ist bei Spyro jetzt auch wieder so. Dann wird's wahrscheinlich ein bisschen, auch wenn ich halt eigentlich nicht wirklich glaube, wird das wahrscheinlich ein bisschen an deiner Netzleitung liegen. Mhm. Achte mal ein bisschen auf deine Pingzahl. Steht die? Über Tab kannst du dir, siehst du die aktuellen Spieler? Achso, ja, meine ist niedriger als ihr alle. Aha. Ich hab konstant 15 und ihr habt 27 und 36, ja. 39, ja. Okay. Na. Was gibt's sonst Neues? Du fährst immer noch mit 70, ne? Ja. Weil ich gerade nur 68 war und ihr hinten reingezuckelt wäre. Es liegt daran, wenn es leicht bergauf geht, du hast den leichteren LKW. Kunststück. Sehe ich da gerade eine Tanke? Ja, nein. Ist schon zu spät. Ich muss doch tanken.